Wir stehen eine Viertelstunde da und Jaja winkt nur und Z1 hört mal auf. Ja, du guckst die einfach, du guckst dich diese beiden verkrachten Existenzen an. Ihr habt erfolgreiche Spa-Race fertiggestellt. Ja, was habt ihr jetzt mit dem ganzen Geld gemacht? Habt ihr euch darüber gedacht? Ein Stimmen-Upgrade gekauft. Hallo. Genau, also wir haben auf jeden Fall ein Stimmen-Upgrade für Z1, für 3 gekauft. Und den Rest in Wertpapiere angelegt. Wir haben wahrscheinlich irgendwas, was sehr, sehr Sicheres. Als konservative Sparer haben wir sicherlich in Bitcoins oder sowas investiert. Also etwas, was gar keine Blase oder sowas ist und jederzeit zusammenbrechen könnte, sondern uns permanent über die nächsten Jahrzehnte mit Geld versorgt. Mit Geld versorgt, ja. Gibt es Staatsanleihen in Bastion? Du kannst in alles investieren. Alles. Ich habe gehört, da kommt so eine neue Marke auf den Markt, WC Donalds. Oh, können wir neue Waffen kaufen? Oder eine Robe Volante für mich? Du wirst was kaufen? Kennst du da wen? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es so eine Ausstatterin von Welt, die vielleicht so ein Secondhand-Kleid irgendeiner einer Opernsängerin aus irgendeiner sehr, sehr bekannten Bastion-Oper hat. Irgendwas mit, weiß ich nicht, Barbieren oder sowas. Und Luxusgüter, Kleidung. Gewöhnlich kostet 50 Pfund, modisch 200 und Statement 1000. Statement. Wie viel Geld haben wir denn noch? Liebe Mitmusikanten, da wir ja nun erfolgreich zu ein wenig finanziellem Glück gekommen sind, wäre es doch der Lebensart nicht entsprechend. Der gute Z143 kann jetzt reden. Und wir alle haben ja so unsere Kleinigkeiten und Annehmlichkeiten, die man sicherlich jetzt, da man etwas hat, sich auch leisten können mag. Wie zum Beispiel, ich habe da dieses wunderschöne Kleid aus dieser Oper gesehen, was es für nur 1000 Pfund zu kaufen gibt. Was schwebt dir denn vor, Gork? Was würdest du denn für 1000 Pfund kaufen wollen? Ein Auto. Ein Auto. Bekommt man ein Auto für 1000 Pfund? Ein Auto.
Das muss, kann auch ruhig in meiner Größe sein, also ist das nicht so ein Problem. Ein Fahrrad kostet 100 Pfund, Motorrad 1000 Pfund, normales Auto 10.000 Pfund. Okay, dann wird es ein Motorrad. Gibt es das auch in Gebraucht? mit Beiwagen? Das ist ein kleines. Da müsstest du wahrscheinlich verhandeln. Würfel mal auf Charisma. Nö. Das kostet gleich für wie ein großes. Nee. Dann hebe ich es mir auf. Kaufe ich woanders. Okay. Wie wäre das? Also, habe ich das soweit richtig verstanden? Ich bin ja, meine Menschenkenntnis lässt mich manchmal ein kleines bisschen im Stich, aber habe ich das richtig verstanden, dass wir alle uns eine Kleinigkeit gönnen von dem neu gewonnenen Reichtum? Ja? Eine Kleinigkeit. Was sagst du, Z143, da du nun was sagen kannst? Also, ist ja eklig. Also, da ich mittlerweile mehr als einen Satz besitze, dank euch, dieses Stimmmodul passt wunderbar in meinen technischen Brustkorb. Das haben sie sicher aus einer Spieluhr rausgebaut. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein Firmware-Update. Das funktioniert noch nicht so ganz. Noch mal eine Schraube anziehen. Neu starten. Ich hätte erstmal die Frage, was hat denn das Stimmmodul gekostet, was ihr mir da habt einsetzen lassen? Weil das scheint irgendwie ein paar Macken zu haben. Ja, also das war schon... das haben wir uns schon etwas kosten lassen. Nur das Beste... Für den Besten. Oh, ihr seid so freundlich. Mein menschlicher Teil freut sich. Das überlasse ich euch, wie viel ihr da ausgeben wollen würdet. Für ein Stimmmodul ist was sehr Spezielles. Ich würde auch sagen 1000, oder? Ich glaube, dass jeder von uns einen Tausender hat, von den 3000, die wir gewonnen haben. Ist ganz fair. Ja. Sofort wieder verprassen. Absolut. So funktioniert das hier ein bisschen. Ein kleines bisschen. Ihr schließlich ja. Ja, kein Geld besitzen, sonst wird mir überfallen. Genau. Genau. Sonst kommen noch Schuldeneintreiber, wollen es einem wegnehmen. vollkommen überzeugt, dass das die richtige Art und Weise ist, das Geld zu investieren, nämlich in einen selbst. Würde ich mir tatsächlich ein Opernkleid kaufen. So eins, was, es gibt ja irgendwie dieses meistens irgendwie so ein Sopran, der irgendwie so zum Abschluss eines Aktes singt und die dann immer so. Und so ein Kleid will ich haben. Welche Farbe denn? Oh, Champagner. Du hast es mit Champagner, oder? So leicht, aber mit so einem leichten Rosé-Stich. So, ja. Ach so, nicht gelb. Ich habe jetzt auch eher so an Limoncello-Spritzfarbe gedacht. Ja, dass man die Farbe nicht so sieht. Nee, doch besser, ja. Limoncello-Spritzfarbe. Und da sind wir wieder dabei. Ja. Aber so leicht ins Pastellfarben gehende. Also so cremig. Wenn man den die Spritz nicht ansieht, ist so alles super. Naja. Was kauft jetzt Gork? Sparst du? Ja, ich werde sparen. Bring's auf die Bank für die Zinsen. Gibt's eine Bank, der du vertraust? Nein. Aber alles ist besser wie der Schuhkarton unterm Bett. Ja, es kostet halt einiges, das dort zu bunkern. Also 1000 Pfund einzahlen kostet 1000 Pfund, oder wie? Das bleibt dir für übrig. Nein,
dann kommt es unten in den Schuhkarton unterm Bett. Da sprichst du was an, wo habt ihr euch denn einquartiert? Habt ihr eine Bandwohnung oder so? Ein Proberaum. Mehrzweckraum, auch Garage genannt, oder? Ich meine, wir hatten uns doch letztens irgendwie irgendeine Art Hotel oder vielleicht auch ein Theater gesucht, wo wir umsonst unterkommen können. Also irgendwas Verlassenes. Ja, oder etwas, wo ich die Betreiberin kenne und die keine Lust hat, mit mir zu diskutieren und mich stattdessen da halt nächtigen lässt, anstatt irgendwie mit mir interagieren zu müssen. Ich glaube, das passt sehr gut. Und dann suche ich mir da irgendwo ein loses Brett im Boden und da bunkere ich mal das Geld, bis mir einfällt, was ich damit anstellen kann und will. Mhm. Okay. Dann seid ihr. Was macht sie dann den Tag über so? Abseits von dort oder seid ihr nur abends dort? In also der Fußgängerzone ein bisschen Kleingeld verdienen. Ich würde denken, sie genau so ein bisschen in der Fußgängerzone spielen. Und auch wieder mit den Bussen und Bahnen so reisen, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Nämlich einfach spielend einsteigen, nichts zahlen und in irgendeiner Station dann wieder aussteigen. Ich sag's dir, nachher werden wir genau deswegen gesucht und werden dann irgendwie eingesperrt. Ja, es funktioniert hin und wieder, manchmal funktioniert es nicht. Bus kostet, je nachdem wie lange ihr fahrt, so um ein Pfund pro Person. Ja, ich würde denken, dass wir halt das irgendwie so abpassen können, dass wir immer wieder aussteigen, kurz bevor es kritisch wird. Und dann die Länge des Musikstücks auch anpassen, dass das quasi genau dann zu Ende ist, wenn wir wieder raus müssen. Ja, wie gesagt, manchmal müsst ihr es doch zahlen, da wird was von dem Kleingeld abgezweigt, was ihr verdient habt. Mhm. Manchmal schafft es. Das heißt, ihr seid eher am Abend dann in diesen Räumlichkeiten, was ihr euch da besorgt habt. Ja. Und dann ist es auch Abend. Ihr seid in den Räumen. Wir hoffen natürlich auch jeden Abend auf den Anruf von unserem Agenten, dass er endlich einen großen Auftritt für uns hat. Ja. Anruf kommt keiner, aber ihr hört ein Klopfen an der Tür. Tuck, 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 tuck. Hat wer von euch was bestellt? Ob das unser Agent ist, der jetzt doch nicht mehr anrufen möchte, weil die Strompreise so in die Höhe schnellen. Weiß der überhaupt, wo wir wohnen? Nun, also mich findet man, wenn man möchte. Hallo? Herein. Tür auf. In der Tür steht ein hagerer, großgewachsener Mann. Schon etwas älter Mensch mit angeklebtem Bart, glitzernder Robe in Blau, dazu passenden Spitzenhut, alles ein bisschen fleckig und schon ein wenig abgegriffen aus. Und kommt rein und sagt: Shasha, Darling, ich habe von euch gehört. Wer bist du denn? Das ist euer Agent, auch bekannt als der fabelhafte Simonius. Simonius, Darling, schön dich zu sehen. Wir haben gerade noch von dir geredet und was für eine großartige Arbeit du leistest, nicht wahr? Ja, ich bin wie immer auf dem Sprung. Aber ich habe dich gar nicht erkannt in deinem neuen Anzug. Der ist nicht neu. Ich bin auf dem Weg zu einem Auftritt. Er
er zieht so ein bisschen an seiner Robe rum und redet halt sehr ausladend. Und hast du nicht aufgepasst, fliegt eine Karte aus seinem Ärmel raus. Ja, wie gesagt, ich muss ja auch etwas verdienen. Aber ich muss etwas euch sagen. Ihr, es fliegt wieder so ein Taschentuch in der Gegend rum, irgendwo aus seinem Gewand raus. Ihr wisst denn woher. Die Leute sprechen noch immer von dem Barrace von euch. Scheinbar habt ihr Eindruck hinterlassen. Nicht nur Eindruck, wir haben auch einiges. Ja. Nun wieder auf 143 kann jetzt hallo. Reden. Hast du auch vor, dass du das benutzt? Zum Reden oder? Aus unter seinem Hut schaut so ein kleiner Hase raus. Drin bleiben. Mach zu. wir haben noch nicht darüber geredet, also. Simonius, wie schätzt du denn die Chancen von zeitgenössischer Instrumentalmusik im Vergleich zu Musik mit Gesang ein? Es kommt wahrscheinlich auf die Leute an, aber die meisten mögen ja doch sehr gerne Gesang dabei. Und aus seinem Ohr fällt so ein kleiner Ping-Pong-Ball. Haben wir mit Simonius vorher schon Kontakt gehabt und wissen, dass das ganz normal ist, dass der hier auseinanderfällt? Oder? Ja, ja. Ist das ein Zaubererladen? Es passiert manchmal. Das ist, weil er so wild gestikuliert. Das heißt, das ist nichts, was uns irgendwie Sorgen machen müsste. Und das, wir sind das schon gewöhnt. Also, ihr habt. Im Kindergeburtstag. Fragst du ihn das? Nein. Aber du könntest wahrscheinlich deine Gäste enttäuschen, wenn die Hälfte deiner Utensilien nicht bei dir ist. Oh, ja, ich hab genug. Und wenn er so mit der Hand wedelt, fällt ihm auch so ein Seil raus. So ein halbes. Ja, also Simonius, natürlich reden die Leute von uns. Wir waren fabelhaft. Lass mich dir das sagen. Wir haben die wirklich auch abgeranzten, ranztesten, so ein Wort, das spreche ich normalerweise gar nicht aus, Buden und schleimigsten, besucht. Vergiss nicht, schleimigsten. Die schleimigsten. Wir waren auch auf so einer Rollschuhbahn, die noch nicht mal Lilé hatte. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das ist die Qual des Barraces. Da muss man leider überall hin. Ja. Manche haben ja Glück und kommen in den Tanzpalast. Weißt du, diesen schönen Kristalltanzpalast. Oho. Und eine Taube fliegt irgendwo hinter ihm weg. Ja, dieses Glück hatten wir leider nicht, Simonius. Wir waren in sehr... Wie war das? Der Roboter mit dem Teekessel? Lass uns nicht mehr drüber reden. Nein. Es ist alles Schnee von gestern. Aber genau. Weswegen ich eigentlich hier bin. Er drückt Z143 so eine Münze in die Hand. Okay, was ist das? Nur so ein roter Schüttung. Wichtig wäre jetzt, wenn ihr so das Gespräch der Stadt seid, eine Single aufzunehmen. Dann könntet ihr vielleicht das als Demo oder so etwas in die anderen Lokale bringen. Wir könnten es verteilen. Die Leute könnten uns unsere Singles abkaufen. Wir könnten unsere Musik im ganzen Land verteilen. Was haben wir denn dadurch für Umsatzmöglichkeiten? Höhere. Definiere höhere. Mehr wie nichts. Nehmen wir. Das klingt hervorragend. Du hattest mich schon bei mehr.
Ja, jetzt habe ich nur ein Problem. Für so Schallplattenvervielfältigung braucht man Schallplattenrohlinge. Wir haben keine mehr. Die okay, und dafür bist du jetzt hierher gekommen? Ja. Entschuldigung, ich komme mit dem Stimmobil noch nicht so ganz klar. Ich war am Weg und dachte mir, ich komme vorbei und sage euch das. Wir könnten welche kaufen von den Maschinen. Wird ein bisschen teuer. Aber wenn es sagt, fällt so ein Ring runter. Aber ich habe gehört, es gibt einen Ort im Untergrund, wo es Schallplattenrohlinge gibt. Ihr müsst nur runter und sie holen. Also mein Stimmmodul, ich weiß nicht, falls ich vielleicht manchmal frech klinge, wirke oder sowas, nehmt es mir nicht krumm, oder auch ihr Freunde, nehmt es mir nicht krumm, weil ich komme mit dem Stimmmodul noch nicht so ganz klar. Aber hast du sie noch alle? Oh, schön gesprochen, sagt die Stimme in deinem Kopf. Also, dass wir Schallplattenrohlinge besorgen müssen, das klingt für mich auch logisch und das kann ich mit meinem mechanischen Hirn noch verarbeiten. Ja, aber erkläre mir, warum es unbedingt im Untergrund sein muss, wo uns alles Mögliche, was uns über den Weg läuft, töten möchte. Ich meine, ich bin zum Teil Maschine, dementsprechend ist mir das egal, ob mich etwas töten will. Leben tue ich so oder so. Nur meine Bandkameraden wahrscheinlich nicht. Ja, ansonsten kostet so ein Rohling um die 5000 Pfund hier herum. Ab in den Untergrund. Gork, meinst du, dass das vielleicht aus Versehen ein Stimmungsmodul war, statt einem Stimmmodul? Kann sein. Oh, ja, aber leider stand er drauf. Er greift sich ausgeschlossen. Überall in seinen Mantel und unter den Hut. Ihr seht gar nicht, dass er in der Robe so viele Taschen hat, wo er überall hingreift. Und zieht dann aus irgendeiner Falte einen Zettel und schaut euch so an. Ja, du, Z143, ich glaube, du kennst dich dort unten besser aus. Ich weiß nicht, wovon du redest. So kriegst du einen Zettel in die Hand. Da steht Abschnitt M8438C. Abschnitt M8438C. Ja. Dort solltet ihr die Rohlinge finden. Und Simonius, wir, das ist ja ganz aufregend, aber werden wir jetzt neben unserer Tätigkeit als aufstrebende junge Avantgarde-Musiker auch noch Diebe? Oder was muss man da machen? Liegen die da einfach rum? Wachsen die da? Werden die da gelagert? Oh, Diebe? Nein. Nein, ihr doch nicht. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Sie meinten, man kann dafür zahlen, muss aber nicht. Also auf Spendenbasis. Das ist aber nett. Ist das dieses neumodische Pay what you want? Ich glaube nicht. Ja, ich gehe mit der Wer hat das gesagt? Oh, ich kenne dort wen, der da drüben wen kennt und da hinten kennt wer jemanden. Und dort kennt wer wen und der hat von dem gehört, der das weiß, so wie es halt läuft im Business. Aus dem Grund wollte ich einen neuen Manager, Freunde, aber ihr habt ja drauf bestanden. Ja, so, es fliegt doch so eine Herzass wieder irgendwo aus einer Falte raus. Z143, hast du ein. Irgendwo. Gibt es irgendwo eine Karte, wo dieser Abschnitt ist? Z143 ist Untergrund. Ich bin eine wandelnde Karte. Arbeiter. Er weiß, wo das ist. Oh, und man soll den Eingang bei dem... Aber für uns zum Visualisieren. Man soll den Eingang bei dem Brassicales
Theater verwenden. Brassicales. Brassicales. Les. Ja. Ein Theater. Doch bestimmt. Ist doch bestimmt zufällig das Theater, in dem wir wohnen. Nein. Schade. Es gibt mehrere Theater in Bastion. Aber wie unheimlich passend, dass es ein Theater ist. Von der Bühne quasi auf die Untergrundbühne, wenn man so will. Ja, aber dort befindet sich ja nur der Eingang. Ups, aus seinem Ärmel rinnt so versehentlich so ein kleines bisschen Milch. Entschuldigung. Okay, aber wenn wir in den Untergrund, also wir kommen da in den Eingang und dann in den Untergrund und dann kann uns unser mit einer neuen Stimme versehener Gefährte und möglicherweise Leadsänger Z143. Ich spiele Schlagzeug, ich bin kein Sänger. Oh, es gibt so sehr, sehr viele Musiker, die... Schlagzeug, Background-Sänger. Er ist für die Techno-Vocals zuständig. Also, da können wir ja noch drüber nachdenken. Das klären wir dann, wenn wir die Rohlinge haben. Oh, und er schaut so auf die Uhr, die er aus seiner Tasche nimmt. Ich glaube, ich muss los. Findet ihr alleine hin? Bestimmt. Brassicales Theater? Ja. Und dann? Müssen wir uns nach irgendjemandem erkundigen, der uns zum Eingang bringt? Oder ist der leicht auffindbar? Nein, 143 ist doch Arbeiter dort. Also er müsste die ganzen Ein- und Ausgänge kennen. Achso. Zumindest die Abstiege hinunter. Aber wenn ich die nicht kenne, kennt bestimmt die Stimme in meinem Kopf die Ein- und Ausgänge. Also ich kenne das nicht. Ich bin von dir gegessen worden. Ja, aber du bist in meinem Kopf. Du müsstest, wenn ich mich nicht dran erinnere, kriegst du es ja wohl hin, oder? Wieso soll ich? Was habe ich davon? Weniger lustig. Gok, er macht es schon wieder. Mann. Ist doch nicht normal. Ich fühle mich langsam verarscht. Brauchst du einen Ausschalter? Neustart. In meinem Rücken so ein Ausschalter. Stimmmodul, plump. Ja. Ich habe kalte Füße und ich habe Hunger. Mal schauen, ob man das Modul umstellen kann. Männlich, weiblich, außerirdisch. Ja, gut, dann bin ich wieder weg. Irgendwelche Namen, Simonius, Darling, die wir, du weißt doch, Namen öffnen Türen und Toren. Wen könnte man denn in einem Gespräch, in dem es möglicherweise etwas ungemütlich wird, nennen, um freies Geleit zu bekommen? Sowas wie, ach ja, der Don hat uns geschickt oder sowas. Ich weiß ja nicht, wie das läuft. Ich wüsste nichts, wen ihr da nennen könntet. Denkt euch sowas aus. Gut, ich bin eine hervorragende Improvisationsschauspielerin. Das wird schon gelingen. So, ich muss los. Er tätschelt Gork so auf den Kopf. Tschüss. Tschüss, Shasha. Und Z143. Wir sehen uns. Hoffentlich nicht mehr. Ich muss gestehen, Zell 143. Krog? Macht es einen Unterschied, ob wir da nachts runtersteigen oder tagsüber? Oder ist es da unten immer grau? Zeit und Raum ist im Untergrund. Egal. Relativ. Wibbly wobbly. Rückblende. Vorblende. ich gebe zu, Z143, nach dieser Interaktion mit unserem Manager sind doch einige Dinge nochmal in Perspektive gerückt. Und ich finde, nachdem wir die Rohlinge erfolgreich besorgt haben, sollten wir tatsächlich nochmal ein Band-Orga-Treffen machen, um über mehrere Dinge nachzudenken. Ich schlage für die Tagesordnung vor Managerwechsel? Fragezeichen und
Stimmmodul gleich Lead- oder Background-Sänger? Fragezeichen und sonstiges. Das würde auf jeden Fall Sinn machen, dass wir uns unterhalten. Also was mal unterhalten, jedoch heißt auch, wenn ich bin euch dankbar, dass ihr mir ein neues Stimmmodul besorgt habt, denn jetzt muss ich nicht machen. Jedoch bedeutet ein neues Stimmmodul auch nicht automatisch, dass ich singen kann. Also es kann auch ein Stimmmodul von einem alten, versoffenen Raucherbot gewesen sein. Das passen wir je nach Lied an. Klingt nachher wie Amy Winehouse. dann hast du Hammer. Wenn wir dir so ein Tom Waits Stimmmodul besorgt haben, das wäre doch. Das wird sicher cool. Teuer. Die Stimme im Hintergrund. Darüber können wir nachdenken, nachdem wir die Rohlinge beschafft haben und unsere erste Single. Wir brauchen unbedingt ein Stimmmodul, das dich fies lachen lässt. Entschuldigung. Sorry, ich habe da manchmal so Probleme mit meinen Gedanken. Solange es nötig sind. Könnten wir die Betreiberin dieses Theaters, die mich ja nicht leiden kann und die mir alles gibt, was ich möchte, weil sie nicht mit mir länger als eine Minute in einem Gespräch sein möchte, die würde ich gerne aufsuchen und fragen, wo denn dieses Brasikales Theater ist. Die ist gerade nicht da, aber die Assistentin ist da. Die Assistentin. Wie heißt die Assistentin? Denke ich mir einen Namen aus? Möchtest du oder soll ich? Sie heißt Tusnelda. Mildred. Hildegard. Mildred Tusnelda Hildegard. Ja. Und ich werde sie rufen. Mildred? Schau dich drei Frauen an. Bitte? Da schauen dich drei Frauen an. Ei. So viele Assistenten. Ja. Nö. Wenn du alle so? Ja. Mildred, wo ist das Brasikales Theater? Schnell, ich habe nicht alle Zeit der Welt. Oh mein Gott, jetzt will die auch noch was von mir. Mildred! Wie bitte? Das Brasikales Theater, Liebes, das Brasikales Theater. Das ist eine Wegbeschreibung. Schnell. Wie ist die Konkurrenz? Ich werde dahin gehen, wo es mir beliebt. Wohnst du noch dort? Und das kannst du... Willst du auch dann dort wohnen? Das werde ich entscheiden, nachdem ich mir einen ersten Eindruck gemacht habe, Mildred. Okay, wenn du dort vielleicht wohnst. Okay, weniger Smalltalk-Beschreibung. Du fährst mit der gelben Linie ungefähr 4 Stationen und steigst dann in die grüne um und kriegst dann so ungefähr 5 bis 10 Minuten eine Wegbeschreibung. Oder du gehst einfach zu Fuß. Okay. Mildred. Mildred? Ja. Hildegard? Wer von euch ist am besten? Du schneller. Wer von euch, würdet ihr sagen, ist am besten im technischen Zeichnen? Die drei Köpfe schauen sich die zwei Hände an. Oh nein! An. Ach, so ist das. Oh Gott. Jetzt hat's auch viel gemacht. Ich reiche denen ein Papier und einen Zettel und sag: Eine Karte bitte, danke. Okay, schreib das auf. Was sie dir vorher genau gleich erzählt hat. In Worten, ja, die haben keine. Ja. Okay. Mildred, Liebes, Dankeschön. Du bist ein Schatz. Auf bald. Und dann bin ich wieder so. Gibst du auch den anderen zwei Köpfen noch ein paar Knutscher oder gehen die jetzt leer aus? Die freuen sich. Die gehen leer aus.
zurück, solange du willst. Oh, hier, vielen nein, Dank. Nein, ich meine jetzt dort in dem Theater. Ja, ich werde sehen, wie es mir gefällt. Danke, ich werde mir alle Zeit der Welt lassen. Ihr kennt mich, Liebes. Nun. Gork, Z143? Ja. Mhm. Ich habe von der liebenswerten Assistentin unserer Gastgeberin eine Karte bekommen. Leider drei Köpfe auf einem denn? Körper. Ich glaube, es war größtenteils Mildred. Okay. Die anderen sind ein bisschen garstig. Aber Mildred ist okay. Wobei dieses geschwungene L bei roter Linie so aussieht, als ob das von Dresdner kommen könnte. Das ist aber auch vollkommen egal. Sie haben mir den Weg aufgeschrieben und wir können uns entscheiden, ob wir zu Fuß gehen oder mit den 12 Bahnlinien fahren, die es braucht, um dorthin zu kommen. Also, ich frage mal so, wie lange brauchen wir denn mit den 12 Bahnlinien dahin und wie lange, wenn wir zu Fuß gehen? Also du rechnest so ein bisschen rum, denkst so, ja, wird sicher so 2-3 Stunden locker unterwegs sein. Und zu Fuß? Zu Fuß, so 3/4 Stunde. Wir gehen zu Fuß, wir machen Musik, da geht die Zeit schneller rum. Ja. Vielleicht verdienen wir auch noch ein bisschen Geld. Musikmontage. Und wenn wir nur Geld dafür, wenn wir nur Geld dafür bekommen, dass wir hier verschwinden. Okay, das heißt, entweder wird es euch hinterhergeworfen, dass ihr abhaut, dann braucht ihr auch gar nicht würfeln, ihr kriegt so oder so ein paar Münzen hinterhergeworfen. Wenn es schlecht ist, ist halt nicht so viel. Mhm. Und um einen guten ersten Eindruck beim neuen Theater zu machen, komme ich dann natürlich mit dieser Brille und so ein bisschen, vielleicht sogar, naja, stepptanzend. Weiß ich nicht, ich probiere gerade neue Dinge aus. Okay. Ja, also ihr wandert durch Bastion. Das alleine ist schon nicht so ungefährlich. Wir sind zu dritt. Wir sehen gefährlich aus. Ich kann ganz, ganz viel Saxophon spielen. Ja, es passiert fast nichts. Ihr trefft nur eine ältere Dame, die euch nach dem Weg zum Hauptbahnhof fragt. Ich nehme den Zettel von der Beschreibung und halte ihn ihr hin. Sie kann sich das gerne abschreiben. Oh, einen Moment, ich muss da genauer hinsehen. Wissen Sie, ich muss nämlich zum Bahnhof, weil meine Freundin dort in einem Zug ermordet wurde. Das ist ein Spaß, dann muss ich da natürlich ermitteln. Ja, ja. Oh, das ist weit. Hat sie irgendwelche Initialen auf ihrer Tasche? Nein, aber sie schaut aus wie eine ziemlich nette ältere Dame mit so einem Kostümröckchen und einem kleinen Hütchen auf. Ja, und wissen Sie, wie ich jung war, da war ich Springreiterin. Und deswegen bin ich jetzt doch etwas fitter. Vor allem im Kampf. Oh, wo ist diese Stimme, wenn man so braucht, Mann? Willst du den Rock anzünden? Z143 versucht dann den Rock anzuzünden. Genau wie das Versuchsmäßig. Und Dankeschön. Wenn Sie jemals irgendwelche Hilfe brauchen, weil einer von Ihnen stirbt und es nicht so ganz klar ist, wer das war, dann melden Sie sich einfach bei mir und dreht sich um und geht. Haben Sie eine Karte, gute einfach Frau? Einfach bei mir melden und winkt und geht. Der heutige Tag, liebe Freunde, steht im Zeichen von Leuten, die unvollständige Informationen geben. Wie jeden absolut. Tag im Bastion. Ach, ich bin dafür, dass man Visitenkarten einführt. Ich glaube ja, die war von der Detektei Marple, Fletcher und Söhne. Und Neften. Das könnte sein.
Oder vielleicht war das ja auch Hildegard Holmes. Die war Jüngere. Übrigens ein offizieller vielleicht. NSC aus dem Buch. Oh. Immer, ja, ne? Ist ja auch ein englisches Spiel. Ja. Weiter. Auf wie gesagt, zum Theater. Ist die einzige Person, die ihr trefft. Sonst eigentlich nichts. Hin und wieder rennen ein paar Touristen euch halb um. Mit so einer riesen Karte in der Hand. Wo ist gerade irgendwas suchen. Ja, mit sowas kommt der Z143 ja gar nicht gut. Also fast umgerannt zu werden von Touristen, das ist ja fast so schlimm wie alte Frauen, die einen anquatschen. Was möchtest du leicht tun? Die Karte. Mich einfach weiter bewegen. Okay. Solange die Stimme nicht mit mir redet, habe ich keine negativen Gedanken. Ich bin immer positiv. Vielleicht musst du einfach nur lauter reden wie die Stimme. Ich habe es versucht. Singen. Oder singen. Singen und trommeln. Und wir gehen wieder weiter durch die Stadt. Ja. Ihr wandert durch die Stadt und die Gebäude fangen sich an zu teilen. Es schaut aus, als würden sie auf der Seite weichen. Und inmitten von so einem Platz befindet sich dann das Theater. Und ja, es wirkt wie etwas, das ihr kennt. Nur halt ein bisschen fancier. Es ist ein runder Kuppelbau, der von sich aus von innen funkelt und leuchtet. Wirkt so ein bisschen wie eine Disco-Kugel, aber so ganz rund ist es nicht ganz. Und um diese Kuppel rum befinden sich metallische, blattartige Tentakel, die sich darum so bewegen. Also Freunde, ich dachte schon, die drei Buden beim Bar Race hätten mich verstört, ne? Aber das ist ein ganz neues Level. Wenigstens ist es nicht schleimig. Das ist schon mal ein Vorteil. Und je näher ihr kommt, desto lauter hört ihr von drinnen Lärm. Hin und wieder schreit wer. Ihr hört Getröte. Mhm. Und irgendwelche anderen Geräusche, die ihr nicht wirklich einordnen könnt. Braucht man einen Passierschein? A38. Nein. Oh, bitte nicht. Z143, bei dir meldet sich wieder wer. Führe sie in das Gebäude. Du weißt, es ist außen im Stammeingang. Aber drinnen ist es aber viel lustiger. Da werden sie wahnsinnig. Und du kannst alles alleine abgreifen. Entspann dich. Das, alles braucht Zeit. Z143 diskutiert währenddessen noch ein kleines bisschen mit der Stimme so. Ach, das ist langweilig. Willst du gleich direkt runterfahren? Kein Stress. Alles entspannt. Stimmegul ist ein ehemaliger Sektenführer. möglicherweise. Z143, ich bin sehr entspannt. Es ist nur so, ich habe schon so lange nicht mehr. Also Theater ist ja schon meine große Leidenschaft. Aber so ein Vorsprechen ist schon so ein bisschen was her. Weißt du eigentlich, ich habe fast eine Woche gebraucht, um diesen Schleim aus meinen Haaren zu bekommen. Er hat ausgesehen wie geleckt. Ja, wie Haargel. Nur die Farbe passte nicht. Ich fand's hübsch. Er hätte sich nur so die Haare hochmachen müssen. Also ich fand's auch sehr, sehr hübsch. Hat er gestanden. Naja, es war nicht so prickelnd, wenn da die Klumpen auf einmal beim Gehen, wenn die rausfallen. Ja, okay, das ist ein kleines Übel, mit dem man leben muss, um schön auszusehen. Frag unsere Jaja. Au contraire, man kann auch schön aussehen, ohne zu leiden. Ich bin das beste Beispiel. Dafür leiden wir. Entschuldigung, die Stimme.
Ja, Z143, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen jetzt gerade... Im Hintergrund gerade wieder ganz laut schreien, als würden wir abgestochen werden. Also, das wird euch jetzt wahrscheinlich verwundern, aber wir müssen direkt in das Theater rein. Und in diesem Theater, in dem Hinterzimmer, gibt es einen Eingang. Oh, das ist gemein. Du führst sie wirklich ins Theater, obwohl es draußen ist. Echt? Ist das so? Ich habe dir doch gesagt, du sollst mir den Weg sagen. Ja, draußen im Stamm. Du weißt, es ist alle 3 Stunden geht die Tür auf, weil da die Tentakel nicht davor sind. Zumindest habe ich das hier gefunden. Also, abgelegt unter unwichtige Informationen. Ich habe manchmal das kleine Problem, da ist so ein Stimmchen in meinem Kopf und es gibt so Informationen. Das sollst du nicht von mir erzählen. Ja, das zünde ich hier alles an. Ja, was willst du bitte anzünden? Ja, alles in deinem Kopf. Ja, das, du hast schon genug kaputt gemacht. Jetzt entspann dich mal. Ja, jetzt reicht's. Was willst du dagegen machen? Komm mal hier rein. Ja, komm du doch raus. Du hast mich gegessen. Ich kann dich auch wieder ausspucken. Ja, das will ich mal sehen. Ja, ich auch. Probier's. Sind 1, 2, 3? Okay, also direkt ins Theater hinein, sagst du. Nein, besser nicht, weil die Informationen sind mir soeben zugespielt worden. Der Eingang ist hier draußen in einem Stamm und der öffnet sich alle paar Stunden, sobald die Tentakel dort verschwunden sind. Müsste eigentlich jeden Moment wieder soweit sein. Ist jetzt wie die Tentakel, also diese Blätter wie Tentakel, wie bei so einem Tintenfisch so hin und her wedeln. Ich grüße. Was macht das Schweinchen da? Was für ein Schweinchen? Das ist das Sasa-Schweinchen. Du hast doch Sasa jetzt nicht Schweinchen getauft. Jaja, moi, Entschuldigung. Grüßt den Baum, wie es sich gehört. Okay, das wird jetzt echt so. Ich winke den Tentakel mit einem... Okay, du winkst im Gebäude. Ja, ganz spezifisch den Tentakeln, weil ich denke, dass das ein... Oder sind das nur Blätter, die sich wie Tentakeln bewegen? Es sind metallische Blätter, die sich wie Tentakel bewegen. Kann ich wieder den glaube Schleim ich, spielen. Weil ich ja auch einen maschinellen Percussion-Spieler in der Band habe, dass das vielleicht auch eine Art von Lebewesen ist und... Ja, okay. Also, true. Könnte, potenziell. Hier in der Stadt weiß man nie, was so lebt. Ich glaube, das lebt nicht. Okay. Ich möchte wieder in den Schleim springen. Du kriegst ja nur mal die Hälfte mit von dem. Das meiste ist im Kopf von Z143. Ja, eben. Wir stehen eine Viertelstunde da und Jaja winkt nur und Z1 winkt nochmal auf. Du guckst diese einfach, du guckst dich diese beiden verkrachten Existenzen an. Ich versuche verzweifelt sein Stimmmodul zu muten und es geht nicht. Geht nur manuell. Also ich würde jedenfalls, nachdem ich gewunken habe und das nicht zurückwinkt, dann etwas verhalten, die Hand senken und dann warten, bis da irgendwas aufgeht. Als Z143 ja gesagt hat, dass da was aufgeht. Genau, ihr müsst nach hinten gehen. Hinter das Gebäude. Und wenn ihr da hinter dem Gebäude seid, seht ihr, dass das so einen kleinen Stamm hat. Und wie eine Pflanze aus dem Boden wächst. Mm. Und jetzt erinnert euch das auch an was ganz Leckeres, was ihr als Kind nie essen wolltet. Aber kommt ihr drauf, was es ist? Lakritze. Was ich als Kind nie essen wollte? Das ist nicht relevant. Na gut. Ihr seht dann, dass diese Tentakeln weg von dem Stamm gehen. Also ich will so ein bisschen drehen. Bitte Äpfel.
Also, wolltest du als Kind keine kandierten Äpfel? Also. Und den Stamm freilegen und da ist eine kleine Tür drinnen.